In jedem reifen Obst kann tatsächlich ein kleiner Promilleteufel stecken. In Trauben genauso wie in Äpfeln oder Bananen. Das liegt an dem Zucker im Obst. Glucose oder auch Traubenzucker. Und der schmeckt nicht nur uns, sondern auch winzig kleinen Hefezellen, die auf jeder Obstschale der Welt vorhanden sind. Wer weiß, wo die menschliche Zivilisation ohne diese Hefezellen heute stehen würde. Denn die Hefezellen sind nämlich hinter dem Traubenzucker her. Sie zerkleinern ihn und bauen ihn ab zu Alkohol. Also genauer gesagt, sie machen ihr kleines Geschäft und dadurch entsteht Alkohol. Das Problem: an den Traubenzucker im Fruchtfleisch müssen die Hefezellen erstmal rankommen. Das heißt, sie müssen durch die Schale durch. Und dabei ist ihre mikrokleine Körpergröße von Vorteil. Da reicht schon ein winzig kleiner Riss in der Schale oder ein Einstichloch eines Insekts. Und schon schlüpfen die Hefezellen ins Fruchtfleisch und beginnen mit der alkoholischen Gärung. Schon 5 mittelgroße reife Bananen enthalten so viel Alkohol wie ein kleines Bier. 10 Gramm Ethanol. Das heißt also, bei meinen Maßen, 1,90, 85 Kilo, müsste ich 20 mittelgroße Bananen essen und zack, wäre der Lappen weg. Bleiben Sie neugierig.